Gott. The rest of the final term passed in a haze of blazing sunshine. Hogwarts was back to normal with only a few small differences. Defense against the dark arts classes were cancelled and Lucius Malfoy had been sacked as a school governor. Draco was no longer strutting around the school as though he owned the place. On the contrary, he looked resentful and sulky. On the other hand, Ginny Weasley was perfectly happy again. This is our last day at Hogwarts. Yeah, the only thing left to do is the House Cup ceremony in the Great Hall. If you have anything you want to do at Hogwarts, you'd better do it before you go to the House Cup ceremony. Ja, wir haben definitiv noch was zu tun. Einmal wollen wir jetzt kämpfen. Die letzten vier Gegner besiegen. Und wir haben noch nicht alle Münzen zusammengesammelt. Nicht alle Münzen. Was heißt alle Karten? Aber ich denke mal, wir müssen uns viele davon kaufen, Leute. May I now introduce your next opponent? Ravenclaw. Expelliarmus! 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 Ravenclaw has suffered a humiliating setback. Rictus Emperor! Rictus Emperor! Rictus Emperor! Expelliarmus! Doesn't seem to have the stamina. Expelliarmus! Oh, close. Hab ich verklickt. Komm. Expelliarmus! Expelliarmus! Rictus Emperor! Rictus Emperor! Oh, a hard blow given to that Ravenclaw. Expelliarmus! Expelliarmus! Oh. Da hat irgendwas sich verschoben. Habt ihr das gesehen? Intit. Da stand irgendwas, was da nicht hätte stehen sollen. Auch die Bewegebauer hat sich ja ganz merkwürdig verhalten. Gut, den siebten haben wir besiegt, stimmt's? Jetzt kommt die achte. 100 Bohnen. Geht's ja um richtig Asche hier. Today, Potter, you will have the pleasure of dueling the great Slytherin house. Expelliarmus! Slytherin takes an undeserved hit. Das hat ganz schön viel, Expelliarmus! Expelliarmus! Aber wir machen das jetzt so. Expelliarmus! 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 Mist, immer noch nicht getroffen. Expelliarmus! Potter, get to you. Strike him back. Harry Potter nice. Has beaten Slytherin. Hat der Mimble Wimble noch angehalten hier. Sehr schön. Die achte besiegt. Jetzt noch 9 und 10, Leute. Weiß auch nicht, ob wir nochmal in die Hauspunkte in den Room dürfen. In den Hauspunkte-Room. Okay. 150, ja, dann wird das letzte 200 sein, bestimmt. Was ist jetzt an denen anders als davor? Potter, you will now duel a member of your own team. Don't expect any special treatment from them. Rictus Emperor! Easy. Expelliarmus! Guck mal, können wir uns hier uns zu Expelliarmusen hier. Oh Gott, da war ich nicht schnell genug. War das unser erster Hit eigentlich, den wir kassiert haben? Ich glaube ja. Not another hit for Potter. Oh, wir haben sie getroffen. Potter has beaten a fellow Gryffindor.
How very disloyal. Der letzte ist doch bestimmt Slytherin. Erzähl mir nix. Wäre voll nice, wenn es irgendwie Hermine wäre oder so. So. Ah klar, der letzte ist ein Slytherin hier. 200, das schaffen wir. Ganz schön eng hier. Today, Potter, you will have the pleasure of dueling the great Slytherin house. Er hat erstmal direkt eine gekriegt. Snape, der aber nicht so. Wen hast du denn hier in den Ring geschickt? Liegt ja voll auf den Sack, der Typ. Was ist das für ein Dude? Erstmal hat er keine Nase. Warum hast du keine Nase? Gangster. Ja, aber wirklich, was war das für ein Typ? Warum hatte der nichts drauf? Bei den Mädels vorher waren definitiv besser. So, wir haben jetzt alle geduelt. Hier fehlt uns auch noch ein Secret. What do you have? I have Wigan Tree Bark. Ach stimmt, ja, der Wigan Tree Bark. Der oben hatte eine Karte. Im Notfall für uns. Weil wir brauchen sie. Erstmal will ich gucken, ob wir hier im Dings, im Punkteraum noch was reißen können. This is the House Point Ceremony Chamber. Nee. Nee, können wir nicht. Da sind wir schon durch. Sorry, no time to talk. I'm by the Richter Semper Challenge. Geht's nicht durch? About a trader. What do you have? I have a silver wizard card. Never even shuffled before. Whatever. Kaufen wir uns alle. Your purchase will make you the envy of your friends, Harry. Sorry, I've run out of stock. You'll have to come back later. Tada! So, wen Appetier haben wir noch gekriegt? Gwenock Jones, 1968 bis present, Captain of Beater and Beater of Only Female National Quidditch Team, the Holyhead Harpies. Cliotna Medieval, dates unknown. Irish droids, druids who discover properties of moon dew. Wahrscheinlich auf Mondsaft hier. Jocelyn Weddock, 1911 bis present. Chaser for Puddlemore. United Quidditch team. Recorded for highest number of goals during British season this century. Against Ballycast Bats, 1931. Steht leider nicht, wie viele Punkte sie gemacht hat. Aber wir können jetzt in den Dingsraum gehen. Weil irgendwie will ich schon eigentlich noch gerne wissen, wo es weitergeht. Also wo der letzte Raum ist. Ich werde den finde ich nicht mehr. You're just a second year student. I don't have time to talk to second years. Oh, wir sind eingebildet. Pardon me. Okay. You are pardoned. So, können die mir irgendwas verkaufen? Hi, would you consider... What do you have? I have Flubberworm Mucus for a limited time only. Ich brauche nur noch Bronzekarten, theoretisch. As you wish, but these are becoming hard to find. Sorry, I've run out of stock. You'll have to... What do you have? I have a Bronze Wizard card. Oh, my, yeah, Bronzekarten. Buyer, so you better act fast. Können wir mal nicht leisten, Leute. Was machen wir jetzt? What do you have? I have a Bronze Wizard card. I already have a prospective buyer, so you better act fast.
Hey, wie leisten die Leute? Wie brauchen wir denn davon überhaupt noch? Wir brauchen ja auch Bier. Also von daher werden wir hier mal gucken, ob wir wie viel Boden wir hier drinnen kriegen. Und dann müssen wir sonst noch ein bisschen duellieren. Vielen Dank. So, jetzt können wir uns die Goldkarten holen. Hier können wir sie uns angucken dann wahrscheinlich. Wen haben wir denn so? Dumbledore. Die vier Hausleute natürlich. Harry. Wen noch? Ich meine, auch wenn er natürlich der böseste Zauber aller Welt, aller Zeiten ist. Ich finde, Voldemort hat sich schon eigentlich eine Karte verdient. Bertie Bots, okay. Den akzeptiere ich. Wir müssen alle in der Zeit schaffen. Albus Dumbledore. Den haben wir schon mal erraten. Ich wette, man kann da nicht einfach hinzugehen. Na gut. Ich glaube, da war gerade Gryffindor. Oder? Godric Gryffindor, ja. Co-Founder of Hogwarts. Kriegen hier gar keine Karten. Gar keine Boden, meine ich. Wer ist er? Herpo the Fool, Ancient Greek first known creator of the Basilisk. Okay, das war leichter als gedacht. Salazar Slytherin. Das wird bestimmt nicht so einfach, dass man einfach darüber rennen kann. Würde ich aber von ausgehen. Okay, ist es zu einfach? Helga Hufflepuff. Vielleicht auch Ron und Hermine? Ich meine, das macht jetzt nicht so viel Sinn im tatsächlichen Lore, aber in dem, im Spielkontext, warum nicht? Okay. Wer ist er? Montagu Knightley, 1506 bis 1588, Wizard Chess Champion. Den hätten wir nicht kommen können. Das ist schon mal ausgeschlossen. Oh Gott, ich bin hängen geblieben. Los? Paracelsus, 1493 bis 1541.
contemporary of Copernicus and Leonardo da Vinci, a medical genius whose bold theories challenged medieval thought, credited with discovering Positron. Los? Oh, nice. Eine Abkürzung gefunden. So, wen haben wir hier? Charlotta Pinkstone, 1922 bis present. Famous campaigner for lifting the International Conference of Wizard Stature of Security and telling non-magical folks that wizards still exist. Miss Pinkstone has been imprisoned several times for her blatant and deliberate use of magic in public places. Okay, die hat einfach, will einfach ein freier Zauberer sein. Zauberin. Hexin. Hexe. So, jetzt haben wir's. Du? Rowena Ravenclaw? Okay. Ja, der letzte, die letzte Karte muss Harry sein, Leute. Es hat auch, macht auch Sinn. Ich meine, er ist schon eine Goldkarte wert. Tada! Ah, es sind wir, Leute. Harry Potter, the boy who lived. Easy. Ja, aber das heißt, wir müssen doch noch duellieren. Lass mal den Gang lang gehen. Schön mal angucken hier. Wollen wir da nicht rein? Kommen wir nicht rein. So, wie viel brauchen wir denn ungefähr? Wie viel der Bohnen? Der hatte die ungefähr für 180 drin, sagen wir mal. Wir brauchen noch 4 Bohnen, das heißt ein bisschen weniger als 800. Bohnen müssen wir uns zusammen duellieren. Wie viel haben wir? 115. Wir müssen schon einige Duelle machen, bevor wir die alle zusammenkriegen. Ich meine, wir brauchen... Ey, wie viel die einfach haben? Ich brauche mich hier gar nicht rechtfertigen. Ich will sie. Punkt. Leute. Kannst du mir die auch verkaufen? Ich habe nichts zu verkaufen. Komm zurück später, wenn ich eine Chance habe, meinen Stock zu... Das heißt, wir müssen jetzt zuerst gegen den 100er duellieren. Dann können wir gegen... Nee, 100er war ja, glaube ich, ein Mädel. Und dann gegen den 200er. Yes. Hoffentlich verlieren wir nicht, weil sonst müssen wir mit 15 anfangen. Das wäre schon ziemlich Panne. Today, Potter, you will have the pleasure of dueling the great Slytherin house. Expelliarmus! 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 Potter, nice. Get to you. Strike him back. Expelliarmus! Komm, schieß dein Zauber. Expelliarmus! 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 Jetzt treffen. Harry Potter has beaten Slytherin. Nice. How disappointing. Das heißt, wir müssen jetzt noch 3 Duelle gewinnen. Am Stück. Das schaffen wir. Ich habe immer gedacht, wenn man alle besiegt, muss man dadurch einfach. Man muss einfach was kriegen dafür, wenn man gegen alle gewinnt, finde ich. Natürlich soll es dazu da sein, dass du die Bohnen grinden kannst und so. Today, Potter, aber
Ich finde, man, wenn man zum ersten Mal den letzten Typen besiegt hat hier, sollte man dafür was kriegen. Alter, was geht mit ihm? Noch so ein Abtausch und er ist tot. Potter, get to you. Strike him back. So, erste von dreien gewonnen. Ich kann auch schon mal reden, wie es weitergeht. Es wird mit Harry Potter weitergehen. Definitiv. Den dritten Teil habe ich. Funktioniert auch. Also ich habe es zum Laufen gebracht. Nur mal schauen, das ruckelt so ein kleines bisschen. Es ist aber, glaube ich, nicht so mega störend. Man muss sich wahrscheinlich einfach nur so ein ganz bisschen dran gewöhnen. Der vierte Teil ist bestellt. Der sollte jeden Tag ankommen quasi. Und dann kann ich jetzt auch mal probieren, ob das funktioniert. Und den fünften und den sechsten Teil, den habe ich tatsächlich als Kind anscheinend gekauft. Die funktionieren auch. Die beiden siebten Teile habe ich nicht. Da wollen wir mal schauen, aber bis wir da sind, ist es noch ein bisschen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir das in den nächsten... im nächsten Jahr hinkommen würden, dass wir den siebten Teil sehen würden. Also von daher, das ist so lange in der Zukunft. Es dauert ein bisschen. Sagen wir es so. Von daher, Harry Potter wird definitiv weitergehen. Vielleicht ist ja dann sogar, dass bis dahin kommt ja hoffentlich auch das Harry Potter RPG für die PlayStation raus. Also wenn wir definitiv auch spielen. Bin ich sehr excited drauf. Singleplayer soll es ja sein, also auch ohne Koop und alles. Also entweder ist es halt kacke, das Spiel. Es kann sehr gut sein. Oder es muss halt echt eine gescheite Story haben und so. Und tatsächlich ziemlich nice sein, wenn du es nicht mit anderen Menschen zusammenspielen kannst. Also ich meine, wenn es annähernd irgendwie an Horizon rankommt oder so, wäre das schon sehr nice. Snuck that one in, didn't you, Potter? Komm. Oh. Komm, musst du ja nur noch treffen. Ja, nice. Jetzt können wir die letzten Dinger kaufen. Die letzten Karten. Dann haben wir es durch. Dann haben wir Harry Potter 2 durchgespielt, Leute. Müssen wir nur noch zu dem Typen in der großen, nicht in der großen Halle laufen, in dem Treppenhaus laufen. Und es ist auch egal, wie viel Geld er uns abzieht, wir haben genug. Das heißt, egal, aber ich glaube, die kosten unter 200, also von daher, das muss reichen. Guten Tag. I'm still trying to collect enough beans to duel. Das unterste kostet 10. Hello. Warum hast du keine 10 Bohnen? Richtig merkwürdig. Ich würde ihm die 10 Bohnen ja glatt schenken, wenn ich könnte. Oi Harry, what do you have? Ja, wichtig. I have a bronze wizard card. I already have a prospective buyer, so you better act fast. Ja. Zack. 158 ist tatsächlich gar nicht so schlecht der Preis. Wir haben schon mehr gesehen. No one in Slytherin has one of these. They'll be so jealous. Oh, sorry. I just sold my very last item a moment ago. What? Och, nö. Newt Scamander, 1897 bis present. Celebrated author of Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ja, was machen wir jetzt? Hi, would you consider a trade? Wir gehen nochmal gerade raus. Ob da noch jemand wartet. Wir da noch mit jemandem was kaufen können, aber sonst ist dann halt einfach Pech. Oh, sorry. I just sold my very last item a moment ago. I haven't got anything to trade at the moment. Come back
back later when I've had a chance to replenish my stock. What do you have? I have wig and tree bark. You're passing up a bargain, but have it your way. Okay, danke, dass das Spiel nicht komplett weg ist. Gut, naja. Verkaufst du mir noch was? I haven't got anything to trade at the moment. Come back later when I've had a chance to replenish my stock. Na gut. Dann haben wir halt drei Karten nicht. Das macht mich jetzt sehr traurig. Wir konnten das letzte Spiel schon nicht mit allen Karten abschließen. Aber jetzt hier stundenlang nach diesen drei Karten zu suchen, wäre natürlich auch doof. Also von daher gehen wir in die große Halle und feiern. Attention, please. Students, attention. The headmaster wants to address you. Silence. It isn't too late to lose house points, you know. This house cup ceremony brings the school year to an end, and an eventful year it was. Without further ado, I shall now present the cup to the Hogwarts house with the most points. Think we'll take it again this year? After you and Harry saved Hogwarts, I should think so. In fourth place, Ravenclaw. Thank you for not saying last place. In third place, Hufflepuff. Thank you. We find finishing in the middle to be quite adequate. And now for the second place house. It'll be you, Gryffindors. You're naturally second best. You won't steal the house cup from Slytherin like you did last year. After barely escaping disqualification, Slytherin... What? That means... First place, and the house cup goes to Gryffindor. Yes! We did it again! Mehr kann ich dazu nicht sagen. Leute, wir haben es gemacht. Wir haben es geschafft. Ja, das war's. Wir sind durch. Known Wonder. And the Maze Entertainment Studio. Null Ahnung, dass die das programmiert haben. Naja, sehr schön. Ja, wir sind durch. Was soll ich sagen? Ich habe alles gesagt. Es gibt noch mehr Harry Potter, wie gesagt. Und freut euch darauf. Es gibt natürlich noch andere Sachen. Auch auf Twitch und auf YouTube. Schaut bei beiden vorbei, je nachdem, wo ihr geguckt habt. Bei dem anderen natürlich. Können wir hier noch skippen? Kommt da noch was Cooles nach den Credits? Ich habe mit der Leertaste ein Zauberdings gekriegt. Ich fange mal von vorne an. Na gut. Also guck mal, es wäre voll cool, wenn es hier ein Secret geben würde. Naja, okay. Fängt von vorne an. Das braucht ihr euch ja nicht nochmal anzugucken. Und ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Liked, abot. Seht ihr es bestimmt hier irgendwo? Wo? Da? Bis denn. Ciao.